Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe bei Finance TV. Letzte Woche haben wir hier ja besprochen, wie sich Banken immer stärker an die Firmenkunden Fintechs heranpirschen. Und eines dieser Firmenkunden Fintechs haben wir heute hier zu Gast. Das ist Credit Shelf, eine Finanzierungsplattform, die gerade dabei ist, sich in den veritablen Firmenkundenbereich hinaufzuarbeiten. Und wir freuen uns, den Gründer und CEO Daniel Bartsch heute hier zu haben und ihn zu fragen, ob das Unternehmen da vorankommt und ob es da wirklich hinkommen kann. Herzlich willkommen bei Finance TV, Herr Bartsch. Ja, vielen Dank. Zuletzt gab es einigen Newsflow von Ihnen. Im Februar zum Beispiel haben Sie Ihr Kreditlimit angehoben auf 5 Millionen Euro. Das war eine glatte Verdoppelung. Wie stark hat sich seitdem denn schon die Kreditnachfrage Ihrer Kunden in Richtung dieses höheren Niveaus entwickelt? Ja, also wir sehen natürlich ganz eindeutig, dass die Kunden dieses neue, vergrößerte Angebot auch annehmen und auch nachfragen. Das ist insbesondere auch, dass sich bei uns mittlerweile auf der Plattform bereits etabliertere, teilweise auch etwas größere Mittelständler schon über Finanzierung informieren und auch Finanzierungsprodukte nachfragen. Und das war für uns insofern nur folgerichtig, dann eben auch zu reagieren und zu sagen, wir möchten eben nicht nur den ganz kleinen Mittelstand mit kleineren Krediten versorgen, sondern sind eben auch in der Lage, auch mit dem gewachsenen Investorennetzwerk, was wir auf unserer Plattform haben, eben auch diese Tickets, sage ich mal, in mittlerer Größenordnung auch abzubilden. Planen Sie demnächst eine weitere Anhebung des Limits? Geplant ist es aktuell nicht. Wir werden und sind komfortabel mit diesen 5 Millionen als Maximalgröße, die wir jetzt seit Februar bei uns haben. Ist natürlich so, wenn man sich den Markt tatsächlich anschaut und beobachtet, welche Dynamiken finden da momentan statt, dann stellen wir eigentlich fest, dass auf der Seite der alternativen Finanzierungsanbieter, zu denen wir uns Stand heute zumindest auch noch zählen würden, tatsächlich die Situation die ist, dass eigentlich aus unserer Sicht Luft gibt bis auch hin zu 10 Millionen. Der Grund ist, erst ab 10 Millionen Euro fangen eigentlich so klassische Debtfonds an, Kreditprodukte auch anzubieten. Unterhalb 10 Millionen Euro ist eigentlich im Markt auf der alternativen Seite gar niemand richtig drin. Sie sind angetreten als Working Capital Plattform, sehr kurzfristige Finanzierung, kleine Tickets. Die sind jetzt größer geworden, haben wir besprochen. Sie haben aber auch die maximale Laufzeit massiv ausgeweitet, von 12 Monaten auf 60 Monate. Ja. Das sind ja keine Finanzierungsspitzen mehr, die damit ausgeglichen werden, sondern es ist ein Langfristkredit. Was verändert sich da im Profil der Finanzierung, die über Ihre Plattform laufen? Genau, also der Grund, weshalb wir das gemacht haben, wir kommen natürlich immer noch sehr stark aus diesem klassischen Working Capital Bereich. Das ist auch weiterhin heute noch ein wesentliches Produktfeld für uns. Der Grund, weshalb wir mittlerweile auch mittlere Laufzeiten und auch schon teilweise ein bisschen längerfristige Laufzeiten anbieten, ist natürlich auch, dass wir gemerkt haben, dort gibt es genauso Bedarf nach unseren Produkten und Lösungen im Mittelstand. Und der zweite Aspekt ist, mittlerweile haben wir eben auch ein gewachsenes institutionelles Investorennetzwerk hinter uns auf unserer Plattform drauf, die uns natürlich auch gesagt haben, sie haben tendenziell auch Appetit und Interesse, auch ein bisschen langfristiger zu investieren. Und das war in dem Sinne für uns dann eben auch der Moment zu sagen, nachdem wir im Grunde zwei volle Jahre die Firma am Markt etabliert haben und auch natürlich gesehen haben, die Investoren, die Kredite, die wir ausreichen oder die Credit Shelf arrangiert, die werden dann eben auch zurückbezahlt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Investoren zu uns kommen und uns fragen, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen mit euch? Wenn man das weiterspinnt, könnte man glauben, Ihre Strategie ist es, zu einer technologiegetriebenen All-in-Finanzierungsplattform zu werden, alle Laufzeiten, alle Arten von Krediten. Ist das tatsächlich der Masterplan oder wollen Sie eher lieber in Ihrer Nische bleiben? Ja, ich glaube, was man sicherlich sagen kann bei Credit Shelf, im Herzen dessen, was wir tun, ist, das ist die Kreditanalyse, das ist auch die Technologie, die wir einsetzen, um Firmen zu analysieren, kreditanalytisch. Das bedeutet eben sowohl quantitativ als aber auch eben mit qualitativen, nicht traditionellen Aspekten. Das ist der Kern dessen, was wir tatsächlich tun. Und insofern ist eigentlich die Produktebene ist erst der nächste Schritt. Das bedeutet, wenn wir im Grunde diese Logik annehmen und sagen, wenn wir einen Kunden mal analysiert haben, auch mit Hilfe von Technologie, verstanden haben, durchleuchtet haben, die Zahlenbasis sehr, sehr tief, tiefer als es die meisten Banken überhaupt Stand heute können, wenn wir das hinbekommen haben, dann sind wir natürlich irgendwann auf der Produktseite auch in der Lage zu sagen, vielleicht gibt es da noch andere Produkte als klassische Kredite. Stand heute machen wir das noch nicht, aber ich möchte mal mit Blick auf die Zukunft das nicht ausschließen, dass man sich da noch etwas breiter aufstellen kann. Das wird aber bei einigen Banken jetzt in den Ohren klingeln, denn im Prinzip könnten Sie dann theoretisch das komplette Spektrum der Banken anbieten, außerhalb der Bank. Jetzt hat es ja vor kurzem eine Transaktion gegeben, Lendico, auch eine Kreditplattform, ist von der ING übernommen worden.
mal ins Blaue reingefragt, wie definieren denn Sie denn für CreditChef das Verhältnis zu den Banken? Sind das eher Partner, sind das Rivalen oder ist das der präferierte Exit-Kanal? Ja, also für uns sind es ganz eindeutig Partner. Der Grund ist, wir haben bereits heute bestehende Kooperationsvereinbarungen mit Banken, die unsere Plattform nutzen, sei es auf der institutionellen Seite als klassischer Investor. Es gibt also Banken, die im Grunde keinen eigenen Zugang haben zu Kreditgeschäft auf der Aktivseite, die dann über eine Plattform wie CreditShelf im Grunde solche Kredite investieren und da im Grunde einen Origination-Kanal finden. Und dann der wesentliche Aspekt natürlich auch die Zusammenarbeit mit CreditShelf auf der Kreditnehmerseite, also sprich in Situationen, wo Banken möglicherweise nicht in der Lage sind, diesen Kredit aufs eigene Buch zu nehmen, vielleicht aus Risikoüberlegungen heraus, auch aus Bilanzgründen heraus, dann hier eben einen Partner zu haben, der im Grunde das Ganze eben gestalten kann, abbilden kann, wo die Bank dann eben nicht mehr Balance Sheet Provider ist, sondern dann im Grunde nur noch in Anführungsstrichen Provisionsertrag erwirtschaftet, aber eben sicherlich zum Kunden hin immer noch als Lösungsanbieter wahrgenommen wird. Aber jetzt wachsen Sie ja in Größenordnungen rein, die für die Banken auch nicht uninteressant sind als Geschäft. Das heißt, Sie sind nicht mehr derjenige, der die Lücke füllt, die die selber meiden wollen, sondern Sie sind derjenige, der Ihnen vielleicht Geschäft wegnimmt. Ändert das die Beziehung, dass die Banken Sie vielleicht dann nicht mehr als Partner ansehen? Ganz im Gegenteil. Wir beobachten eigentlich sehr aktiv von den Banken, mit denen wir heute kooperieren, dass insbesondere eben auch Bedarf gibt in diesen Ticketgrößen, die wir jetzt mittlerweile anbieten. Also es war sicherlich auch aus diesen Kooperationsgesprächen mit den Banken für uns auch eine Überlegung zu sagen, 2,5 Millionen Euro ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, weswegen wir jetzt bei 5 Millionen sind, weil eben genau in diesem Bereich es weiterhin sehr attraktive Situationen gibt und wo die Banken auch immer noch nicht ganz in der Lage sind, eben diese Kunden jederzeit vollumfänglich zu bedienen. Und das war für uns dann eben tatsächlich auch der Ansatzpunkt zu sagen, da können wir den Markt für uns sinnvoll erweitern und können im Grunde hier eben auch diesen Bankenkooperationspartnern dann eine Lösungsmöglichkeit bieten, die eben nicht bei 2,5 Millionen limitiert ist. Danke bis hierhin, Herr Bartsch. Zum Schluss die drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Zu Anfang eine Entweder-Oder-Frage, genau zu diesem Thema. Welche Art von Partner würde aus Ihrer Sicht für CreditChef mehr Sinn machen? Eine große Bank oder eine andere Fintech-Plattform? Aus unserer Sicht eine große Bank. Die zweite Frage. In welchem Jahr werden Sie es schaffen, zum ersten Mal 1 Milliarde Euro Kreditvolumen über CreditChef zu vermitteln? Wenn wir uns den Markt anschauen und die Wachstumsraten, die sind also enorm. Ja, wir stellen bereits jetzt fest, dass wir regelmäßig pro Monat über 100 Millionen Euro tatsächlich Anfragen haben, wachsen im dreistelligen Prozentbereich. Also insofern kann, um die Frage zu beantworten, es nicht mehr so lange dauern. Und die letzte Frage, werden Sie Ihr Angebot dafür um weitere spezielle Kreditkategorien erweitern müssen? Vermutlich ist es so, dass es auch jenseits des klassischen Kreditproduktes noch andere Bereiche gibt, die für uns interessant sein können. Also insofern würde ich das für die Zukunft nicht ganz ausschließen wollen. Das ist jetzt eine politische Antwort, kein Ja oder kein Nein, aber ein softes Ja, würde ich mal sagen. Nehmen wir es mal als softes Ja. Danke für Ihren Besuch, Herr Bartsch. Wir werden weiter beobachten, wie Sie und Ihre Konkurrenten sich schlagen und natürlich auch, wie die Banken darauf reagieren. War schön, dass Sie hier waren. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war es für heute bei Finance TV. Am Mittwoch bleiben wir digital. Schauen Sie dann wieder rein. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.